Hallo in die Runde. Nach einer Woche Urlaub bin ich gut erholt und dann schauen wir doch mal, wie sich das hier auf meine Rocket-Performance auswirkt in dieser Woche. Erstes Spiel hier gleich eine, ja, fragwürdige Entscheidung, könnte man schon sagen, damit noch 20 zu halten. Jedoch, ich habe nur ein Herz und ein einfaches Herzspiel will ich dann doch nicht durchführen lassen. Der Kreuz ohne 3 braucht sicher noch ein wenig Verstärkung. Und dann, zu meiner Überraschung, passt der Spieler in Mittelhand und da bin ich schon wieder Besitzer. Und jetzt hänge ich da zweimal mit Dame, König im Blatt. Also eine gute Karte sollte schon mal drin liegen. Aber das sind ja gleich zwei Top-Karten. Genau deswegen halte ich mit solchen Blättern gerne auch mal kleine Reizungen. Zwei Trümpfe gefunden, Bube und Kreuz Dame, das war natürlich nur für mich. Damit sieht dieser Siebentrümpfer jetzt natürlich ziemlich lässig aus. Jawohl, Trumpf wurde mit 10 Augen, Trumpf 2-2 abgegeben, also Trümpfe sind raus. Jetzt gibt es noch die beiden Karo-Stiche. Ein typisches Abklappspiel, das können wir auch gleich mal hier zeigen. Da brauchen wir gar keine Energie mehr reinstecken. Ja, eben noch gestartet und schon sind wir mittendrin in der Serie. Gelungener Start. Zweite Hand ist hier natürlich nichts. Doch die beiden Mitspieler hatten jeweils Interesse 27 jetzt von meinem Partner aus Mittelhand. Dem sind also sicher ein paar Karos zuzutrauen. Aber Vorhand spielt Gran. Okay, erstmal Kreuz Lusche ist die kürzeste Farbe. Da kann nichts passieren, da kann nichts schief gehen. Vor allen Dingen zeige ich damit auch am ehesten noch das Pik Ass an. Oh, und das ist ja gleich ein interessanter Stich. Mein Partner hat offenbar drei Jungs, sonst hätte der Alleinspieler mit 5-mal Kreuz von oben sicher den zweiten Buben geholt. Ich habe noch Pik Ass 10, ob er diese Anzeige erkennt, denn Pik Bube, wie gesagt, sollte auch noch bei meinem Partner sein. Das scheint mir ein sehr gewagter Gang zu sein. Der wird immer kurioser. Karo Ass auch noch bei meinem Partner. Trifft, ja, und er trifft Pik. Ja, jetzt wird es aber ganz übel für den Alleinspieler. Deucht mir. Huch! Seht ihr, was ich sehe? Der Alleinspieler hat noch den Pik Buben. 5-mal Kreuz von oben, 2 Buben und noch Herz Ass. Ja, wieso hat er denn nicht den zweiten Buben geholt? Das ist ja interessant. Da hat er uns einen Stich geschenkt. Ansonsten gibt es nur die letzten beiden Stiche: Pik Lusche, Karo Lusche. Gut, läuft jetzt hier aufs Gleiche drauf hinaus. Trotzdem natürlich sehr ungewöhnlich schwer, auf diese Idee zu kommen, dass der Alleinspieler da den Buben vergessen hat. Vielleicht hat er sich auch nur verklickt. Wer weiß das schon? Lustig jedenfalls. Ich musste gleich gut schmunzeln, weiß noch nicht so genau, wie ich den Spieler jetzt einschätzen soll. Gut, online, das kann auch alles ganz einfach mal ein Versehen sein. Drittes Spiel. Ohne Reizung, Grang. Okay, und geht gleich über die Dörfer. 14, 25. 39, Doppelläufer Karo kommt und jetzt Pik König. Na, bei so einem Blatt ist die Pik 10 ja fast immer im Keller. Das ist ja fast die Frage bei 39, ob das jetzt ein Gang ohne 2 oder Gang ohne 4 ist. Ich teste es ruhig mal einmal. Einen Buben kann ich ziehen. Okay, ist ohne 4. Ja, wenn Pik 10 im Keller ist, dann kann ich natürlich noch Pik Dame 9 ziehen, aber wird mein Partner das Glauben, wird er dann abschmeißen? Ich denke mal, ziemlich sicher ist das Herz Ass nicht beim Alleinspieler ist, sonst hätte er das noch gezogen. Da kann ich meinen Partner einmal rüberspielen und vielleicht kann der ja jetzt in Kreuz oder in Karo einen Stich hinziehen. Das ist aber nicht der Fall. Gut, nun muss ich überlegen, bei 39 sind 20 im Keller, ja oder nein? Ja, nur wenn nicht, dann ist die Herz 10 wohl noch beim Alleinspieler. Deswegen, naja, ich gebe hier diesen Stich auf. Okay, da seht ihr es auch, Herz 10. Gut, dann haben wir jetzt wohl Rest, aber wahrscheinlich doch, ja, da 20 sind dann doch im Keller und dann gewinnt er mit 63. Okay, ja, also habe ich nicht optimal gespielt, vielleicht nicht das Zutrauen gehabt, dass mein Partner dann Pik Dame und Lusche auch nicht sticht. Auch den Kreuz König hätte ich noch stechen können, dann darf natürlich auch Pik Dame und 9 nicht gestochen werden, sondern mein Partner müsste Herz abschmeißen. Okay, gut. Tja, schnell weitermachen im Programm. Ihr habt nichts gesehen.
Belohnungsspiel, wie es so schön heißt, war wohl doch mein Fehler hier. Ein schöner Ansatz mit Kreuz, Buben, 3 Assen, einer 10. Gegenreizung lässt erstmal nichts Gutes vermuten, doch dann guckt mal. Deswegen liebe ich das Spiel so, deswegen bin ich auch so erfolgreich, was da manchmal drin liegt im Skat. Leckerlis, nur für mich wieder zwei passende Karten. Ja, ganz souverän wäre jetzt der, oder ganz solide wäre der 7-Trümpfer Kreuz, der ist unverlierbar. Aber wir sind im Rocket und da trotze ich mal dieser 22er Reizung und sage, ich versuche den Gang. Entweder die Jungs müssen kommen oder Kreuz 10 muss blank sein. Und selbst wenn beides zusammensteht, habe ich noch zwei weitere Asse hinten dran. Ist natürlich dann jetzt schon ein kleines Risiko, aber das gehe ich ein und es wird auch belohnt. Alles ist ganz friedlich. Kreuz 10 ist blank, damit gibt es nur den einen Stich. Das kann ich hier auch gleich mal eben zeigen, dass wir uns hier nicht unnötig quälen. So, guter Start für alle. Gute, teure Spiele. Und wieder zwei Buben, drei Asse. Das kann was werden. Uah. Diesmal dann nicht so gik gefunden. Herz, Lusche, Pik, Lusche. Ja. Also sechs Augen drücken, das erscheint mir relativ deutlich. Und dann ein Karo spielen, ein Pik spielen. Schön sind die Spiele nicht. Ich habe mich jetzt mal wieder entschieden, ja, auf sie mit Gebrüll, Flucht nach vorne. Der Grang ist in solchen Situationen häufig ja das am einfachsten vorzutragendste Spiel. Ich sage nicht, dass es das beste Spiel ist. Sicher ein Risiko, die Farbspiele sind aber auch nicht überragend. Ja, wenn hier die Buben kommen, dann soll das Spiel schon funktionieren. Sechs Augen im Keller. Lieber hätte ich natürlich erstmal ein volles gestochen. Jetzt geht's gleich los. Na, man kann den Grang auch anders spielen. Man muss nicht über den Buben gehen, man kann jetzt auch erstmal die beiden Asse ziehen und dann irgendwo wieder rausgehen, hoffen, dass man dann noch kreuzvolles sticht. Aber Pik, wo ich da auf 15 Augen jetzt rausgenommen habe, denke ich, ist es schon das Beste zu hoffen, dass die Jungs verteilt kommen. Das ist nicht der Fall. Jetzt bin ich natürlich am Schwimmen. Ich habe erst 6, 10, 1, 2, 25 liegen. Die beiden Asse alleine langen noch nicht, auch wenn ich in Karo natürlich die Pflicht Dame bekomme. Das sind erst 15, also ich brauche noch irgendwie ein volles. Jetzt denke ich mal, mit Pik rausspielen werde ich Spieler 3 wieder anspielen. Logisch, gebe ich Spieler 1 auch die Chance abzuwerfen, aber einfach von oben ziehen und es reicht nicht, das wollte ich hier auch nicht bringen. So, und da kommt doch meine Chance. 46. Ich glaube, Spieler 3, der hat einfach nicht damit gerechnet, dass sein Partner jetzt noch einen Buben hat und ich einfach Pik rausspiele. Der hätte natürlich auch noch Pik Dame spielen können. Ja, relativ günstig für mich. So, jetzt ziehe ich das Herz Ass. 57, kriegt zwar noch kein Bild, aber ik kann ja jetzt mit der Pik Lusche Spieler 3 wieder anspielen und ich glaube nicht, dass der das schafft, das Spiel jetzt ohne Augen nach vorne zu bringen. Also ich glaube, genau, soll er noch Herz 10 spielen, soll er noch Karo König ziehen. Alles kann er alles machen. Jetzt komme ich und kann noch einmal stechen. Kriege ich hier sogar das Kreuz Ass. Der König hätte mir auch gelangt. Also gerade so ein Grang hingezwirbelt mit ein wenig Nervenflattern. Achtzehner Reizung. Muss natürlich nichts heißen, wo ich selbst die ganzen Karos habe, ist wohl auch nur angereizt. Aber dann kann ich doch immer hoffen, dass mein Partner vielleicht auch 4 Trumpf hat oder 3. Dann kann ich mal unter meiner langen Farbe, unterm Ass ausspielen. Das wird auch erstmal unser Stich. 18 Augen. Soweit, so gut. Stechfarbe ist Kreuz auch gefunden. So, bei der Reizung wird doch wohl der Bube noch. Jawohl, 32. Huch, das war jetzt dann doch ein bisschen wenig. Günstiger Abwurf auf 36. Gut, wenn er noch den Karo König in der Hand hält, dann hätte mein Partner ihn jetzt sicherlich auch vielleicht ins Herz Ass einspielen müssen. Hat er aber nicht, da ist schon Feierabend. Wir sind gerade so aus dem Schneider. Halbzeit ist rum, verheißungsvoller Start.
jetzt hier ein wenig die Karte konsolidieren, also es kommt nichts, dann auch mal den Schnabel halten. Karo, na gut, habe ich auch nur drei Trumpf, habe ich auch kein blankes Ausspiel. Gucken wir mal, müssen wir irgendwo reingreifen. 10 zu dritt Herz wäre auch eine Möglichkeit, aber auf dem langen Weg greife ich doch lieber in die kurzen Farben. Ist zumindest auch nichts Schlimmes passiert. Kreuz Ass beim Alleinspieler, nicht geschnippelt. Kreuz 10 auch noch beim Alleinspieler, starke Beikarte. So, ach, und Trumpf auch noch von Hübis Hot. Dann hat er ja überhaupt nur noch eine unbekannte Karte. 7 Trumpf, Kreuz Ass 10. Wir haben gerade mal hier die 13 Augen liegen, deswegen haue ich jetzt sofort die Herz 10 auf den Tisch. Wir können nur noch rauskommen, wenn wir jetzt hier einen fetten Stich machen. Mein Partner geht aber nicht rauf und gut, damit bleiben wir jetzt Schneider. Pik Lusche war beim Alleinspieler, wären wir immer Schneider geblieben. Wie auch immer, da hätte mein Partner auf die Herz 10 sicher an sich raufgesollt. Achtes Spiel, da habe ich Material. Eigentlich ganz schön, wenn du Nulluwer reizen willst, oder auch Nulluwer Hand mit der blanken 8, das Vorhand auch schon mal mitgereizt hat. Zwei Reizungen, dann habe ich doch ganz gute Chancen ans Spiel zu kommen, das klappt auch. Und bei 33 kann ich noch reingucken, muss ich nicht die Nulluwer Hand riskieren. Kann man natürlich mit der blanken 8 auch mal machen, aber das ist mir auch schon passiert, dass ich den Nulluwer Hand mit einer blanken 8 verliere und natürlich hätte passend gelegen, dieses Risiko für 13 Augen, das ist es nicht wert. Dann doch noch mal reinschauen, eine Verstärkungskarte finden, so wie hier. Kreuz Bube sicher auch der Grund, warum ich hier so problemlos ans Spiel komme. Und 46 Augen eingefahren. Und juhu, was ist denn heute los? Der Urlaub hat mir gut getan. Drei Asse, zwei Buben, den dritten Buben noch gefunden, 10 Augen im Keller, los geht's zum Grang. Bei diesem bin ich jetzt sehr optimistisch, dass der ohne Schmerzen ins Ziel läuft. 21 nach dem Pik Ass, Stechen 26, ich brauche noch einen vollen, spiele mir hier jetzt noch den Kreuz König hoch, wenn es geht, hat auch hingehauen. 38 und jetzt schnell die Stehkarten abziehen und schon sind wir im Ziel. Schneider war unwahrscheinlich, hat auch nicht hingehauen. Und weiter geht's. Ja, 488 läuft also, dann kann ich jetzt auch ganz beruhigt mal wieder den Schnabel halten. Wenn da jetzt mal nicht noch wieder 40 Punkte in der Luft liegen. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl wegen der Reizung meines Partners. Und irgendwas hat mir auch gesagt, spiel mal nicht. Die Karo Dame startet man nur mit der Karo 7. Okay, das Ass ist bei meinem Partner. Und der legt es auch auf den Tisch. Dann hat er vielleicht die 4 Trümpfe. Will hier die Karte Karo sich freiwerfen. Und das ist allerdings jetzt ungewöhnlich. Herz 9 Abwurf. Das spricht natürlich eher für ein sehr trumpfstarkes Spiel beim Alleinspieler. Gut, müssen wir mal kurz gucken. Ich kann es ja sowieso nicht ändern und nicht beeinflussen. Heieiei, ein 8-Trümpfer. Ja gut, dann haben wir mit 28 Augen alles rausgequetscht aus der Karte. So, wie sieht es eigentlich aus? Zwei Spiele noch, alle noch zu 0. 330, 488 und 220. Zwei Spiele kommen noch. Ah, das ist doch wieder ein schöner Ansatz. Das ist doch wieder ein Ansatz. Einmal noch jetzt. Zack! Jawohl, Leute, das dritte Mal hintereinander ein Bube und ein Kreuz. Immer in die lange Farbe und immer der dritte Bube. Ist das Leben nicht schön? Ist das Skat nicht schön? Mit Pik 10 im Keller haben wir ja allerbeste Schneiderchancen. Ich denke trotzdem, ich hole noch mal den Buben, nicht dass in Kreuz noch mal was gestochen wird. Wenn jetzt Pik nicht ganz einseitig sitzt, dann ist das Ding auch noch Schneider. Da ziehen wir uns noch einen 96er rein im 11. Spiel. Das sollte doch auf jeden Fall die Vorentscheidung sein, den Tisch. Den können die Jungs heute nicht gegen mich gewinnen, wo ich solche Bretter von Spielen kriege. Ja, 634, 6 zu 0. So einfach kann das manchmal sein. Also das kann natürlich auf so eine kurze Distanz jeden mal so überrollen, dann kannst du dich manchmal gar nicht dagegen wehren. Ja, Mensch, schön.
lassen wir es ausklingen. Und oh, hier kommt noch mal ein Grang vom Alleinspieler, wo ich zwei Buben dagegen habe. Mein Partner sogar noch 18 gesagt. Also jetzt ist ja gleich die erste Überlegung mal, trauen wir ihm das Karo Ass zu und vor allen Dingen so viel Stärke in Karo, ja, dass ich jetzt die Karo Lusche spielen sollte. Aber warum spielt der Alleinspieler dann einen Grang mit dem Buben raus? Also ich vermute dann mal, wenn, dann hat er wenigstens Karo 10 im Keller und den König besetzt. Also ich denke, statt Karo, was die Reizung ist, dann doch lieber mal versuchen, mir hier die Pik 10 hochzuspielen, das hier den Einstich zu etablieren. So, okay, hat noch nicht direkt geklappt. Alleinspieler geht in Schnitt. Gut, ich versuche es mit Pik König hinterher. Okay. Hat er entweder die Lusche gedrückt oder traut sich jetzt nicht, weil er Angst hat, dass Herz Bube bei meinem Partner sitzt. Gut, wenn er den jetzt auch noch getaucht hätte, wäre ich dann sicher mit Karo Lusche gekommen. So aber ist das Pik Ass raus. Gut, jetzt bin ich hier natürlich wieder Spielball. Ich muss ja alles bedienen. Das ist jetzt allerdings kurios. Sehr früh jetzt wieder vom Stich gegangen. Mein Partner wimmelt das Karo Ass, dadurch macht der Spieler noch den Karo König. Oh, ich glaube, er hat nur 14 im Keller. Dann hat er nur 59. Ja, das gibt's doch gar nicht. Viel konnte ich hier gar nicht beeinflussen. Einfach so ein bisschen Karten in die Mitte werfen. Der Gang war einfach dann doch nicht gut genug mit 14 im Keller. Ich meine, ich habe ja nicht mal ihm jetzt einen vollen abgestochen. Das hat sich einfach so ergeben. Also das war so ein ähnlicher Murmelgang, wie ich ihn vorhin auch vorgetragen habe. Nur ich konnte ihn glücklich gewinnen. Dieser verreckt jetzt auf 59 und damit ist natürlich eine ganz klare Sache. 674 habe ich gespielt. Das dürfte sicher für eine gute Platzierung langen. Und ja, diese 12 Spiele konnte ich auf jeden Fall endlich mal wieder für mich entscheiden.